Hier steht er in Orange Metallic, der Renault Captur. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute mit einem neuen Verbrauchsvideo. Und zwar geht es hier um dieses Crossover-Modell aus dem Hause Renault. Der Renault Captur ist seit 2013 auf dem Markt. Sehr erfolgreich und für die Marke extrem wichtig, denn diese Fahrzeuggattung der kompakten Crossover-Modelle, die boomt ja, wie wir alle wissen. Und Renault hat den Wagen jetzt umfangreich überarbeitet letztes Jahr und hat ihn jetzt Anfang des Jahres auf den Markt gebracht. Wir fahren hier den TCE 100. Schauen wir kurz aufs Datenblatt. Unter der Haube ein 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 100 PS, 160 Newtonmeter Drehmomente dank Turboaufladung, 173 km/h Höchstgeschwindigkeit, gekoppelt an ein 5-Gang-Handschaltgetriebe, sprintet der Wagen in 13,3 Sekunden von Tempo 100 aus dem Stand, laut Werksangabe. Wir haben ein Leergewicht von 1265 Kilo und der Einstiegspreis liegt bei knapp unter 20.000 Euro und unser Testwagen liegt bei rund 23.000 Euro. Ich würde sagen, da haben wir schon mal so ein bisschen die Grunddaten für den Renault Captur, den wir hier haben. Von der Optik sehen wir schon bereits sehr schön diese C-förmigen Scheinwerfer. Das ist ja das typische Markendesign von Renault. Der Rhombus in der Mitte, schön präsent, sehr groß gehalten. Diese Chromspangen, die sich tatsächlich hier in diese Scheinwerfer reinfügen bzw. diese miteinander verbinden und eben diese C-Sichel, die wir an Front und an Heck bekommen. Doch heute soll es darum gehen, jetzt erst einmal, um was verbraucht denn der kleine Dreizylinder hier in Verbindung mit einem 5-Gang-Handschaltgetriebe. Die gesamten Details findet ihr im ausführlichen Review zum Renault Captur, was ich euch unten verlinke bzw. ihr jetzt oben rechts vorfinden solltet. Ich fahre den Wagen jetzt erst einmal in die Tankstelle. Wir tanken ihn voll, setzen wieder alles auf Null und dann geht es auf unsere Verbrauchsrunde. Für die, die zum ersten Mal reinklicken, ganz wichtig, wir fahren 10% Stadtverkehr, wir fahren 50% Überland, wir fahren 40% Autobahn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometer, da wir hier ein Alltagsfahrzeug bewegen. Das Fahrzeug wird euch jetzt erst einmal so ein bisschen optisch vorgestellt. Ihr könnt ihn euch jetzt anschauen, während ich zur Tankstelle fahre. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, wenn es euch gefällt, gerne auch zu teilen und kommentieren nicht vergessen. Ganz wichtig, schreibt mir unten rein, was ihr zum Renault Captur sagt, was ihr zur Verbrauchsfahrt sagt. Kritik, Wünsche, Anregungen sehr gerne unten auch ebenfalls in die Kommentare. Ich fahre jetzt tanken und ihr schaut euch den Wagen an. Viel Spaß! Angekommen an der Tankstelle hier, wie immer bei mir an der heimischen OMV. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir sehen, es muss ein bisschen was nachgetankt werden. Wir sehen auch, was ich vorher gefahren bin. Tatsächlich, wir setzen das jetzt alles mal hier zurück. Schön. So, Abfahrtkilometer 3947, wie wir sehen. So, da sehen wir auch tatsächlich, ist es alles zurückgesetzt hier im Menü, was wir zurücksetzen können. Wunderbar. So,
Bordmonitor, da gibt es nichts zurückzusetzen. Klimaanlage zur Info, wir schalten auf 22 Grad, wie stets bei allen Fahrzeugen. Air Condition läuft, wir schalten nachher noch gleich das Autoprogramm ein und dann soll das Fahrzeug auch so arbeiten. Jetzt geht es erst einmal raus zum Tanken, wir füllen den Kraftstofftank auf und dann geht es los. So, Super 95 soll reingehen. Wir tanken bis dreimal klickt. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Einhängen, zumachen, kurzer Blick und jetzt gehe ich zahlen und es geht los. Sodala, wir sind wieder bei der Tankstelle angekommen und jetzt geht es um die Abrechnung logischerweise. Schauen wir mal, 4060 Kilometer ist der Kilometerstand, 113 Kilometer sind wir gefahren mit einem Schnitt von 63 km/h und der Bordcomputer spricht von 5,7 Liter, aber wie ihr wisst, wir trauen nicht nur dem Bordcomputer, sondern wir schauen jetzt tatsächlich, was in den Tank hineingeht. So, selbe Zapfsäule, selber Kraftstoff, Super 95 E5. Hopp, da ist er ja schon. Eins, zwei, drei. Gut, abtropfen lassen. So, Deckelchen drauf. Zu und das spricht die Anzeige. Ich gehe zahlen, wir treffen uns zum Fazit. Hier endet unsere Verbrauchsfahrt mit dem üblichen Fazit. Der Preis, haben wir ja schon gesagt, mit knapp 23.000 Euro, so wie er dasteht, macht da auch eine richtig gute Figur. Aber das Wichtige jetzt natürlich ist, schauen wir einfach mal auf das Verbrauchsdatenblatt. Werksverbrauch sind 5,2 Liter. Und der Bordcomputer hat uns 5,7 Liter ausgespuckt. Über die 113 Kilometer haben wir aber einen Verbrauch ermittelt von 5,2 Litern. Ja, das ist doch sehr, sehr ordentlich für so einen kleinen Dreizylinder. Denn der Dreizylinder, muss man ganz klar sagen, der reicht hier völlig aus. Ihr braucht nicht mehr. Nein, es müssen nicht immer 150, 200 PS sein. Im Alter kommt man damit wirklich gut voran. Der kleine Turbo sorgt dafür, dass er untenrum auch kraftvoll vorangeht. Auch Überholmanöver sind damit ganz gut. Der Motor wird zwar ein bisschen knurrig, wenn man ihn ausdreht. Ansonsten fällt auf, er hat natürlich so ein bisschen Vibrieren und ein bisschen Schütteln tut er sich schon im Leerlauf. Das könnte man vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen beruhigen in meinen Augen. Aber ansonsten gibt es hier schlicht und ergreifend nichts zu meckern. Auch optisch gefällt mir der neue Captur ja sehr, sehr gut. Ich finde, das Heck, auf was wir hier schauen, das ist einfach die Schokoladenseite des Captur. Oder was meint ihr? Denn jetzt interessiert mich eure Meinung. Schreibt mir unten rein, was ihr zum Verbrauchsvideo schreibt, was ihr zum Renault Captur sagt, wie euch das Video gefallen hat. Vergesst bitte nicht, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Wo gibt es denn schon heutzutage was umsonst? Hier auf alle Fälle bekommt ihr viel umsonst. Also Kanal abonnieren, Abo-Glocke drücken, Video liken und natürlich kommentieren. Ja, und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Reinschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal.